Hello, my friends. It's me, Mario. Woohoo! Welcome to the bestest podcast in the Mushroom Kingdom, Nintendo Show. Let's go! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Nintendo Show. Mein Name ist Mario und ich bin heute mal wieder nicht alleine, sondern habe den alten Bekannten Sverre dabei und Julian ist auch da. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Freut mich, dass ihr da seid. Wir haben uns für heute vorgenommen, ein bisschen über die Switch zu reden. Unsere ersten 2 Wochen Erfahrung so ungefähr, wobei eher eine Woche Erfahrung mit der Switch. Deshalb haben wir auch die Nintendo Show Februar quasi ausfallen lassen. Die hätte ja eigentlich vor 2 Wochen kommen sollen. Aber da wir die Switch noch nicht rechtzeitig hatten, haben wir gesagt, wir schieben 2 Wochen nach hinten und machen dann quasi so eine Februar-März-Doppelausgabe und erzählen ein bisschen über die Spiele, die wir gespielt haben. Ich mache heute mal nicht, was gibt es Neues auf Nintendo.de, denn es gibt nicht wirklich was Neues auf Nintendo.de, außer ein paar Videos auf Nintendo.tv. Das heißt, schaut da einfach mal rein, ob da was für euch dabei ist. Unter anderem auch meine Liebesentklärung sozusagen zu Nintendo. Ein Video, was echt gut angekommen ist, was ich nicht gedacht hatte, dass ich da so viel Zuspruch für finde, für meine Meinung. Schaut es euch einfach mal an. Und ich möchte auch noch mal kurz mein Videotagebuch zu Breath of the Wild erwähnen, weil ich das persönlich sehr gut finde und auch in den Kommentaren gute Rückmeldungen bekommen habe. Und wer noch mal vielleicht meine Meinung zu Breath of the Wild hören will, der kann ja mal reingucken. Genau, das heißt, jeder, der Sverres Meinung zum Spiel hören will, kann jetzt ausmachen hier, denn da kommt es nämlich gleich auch noch mal. Nein, wir können da ja gleich noch mal über dein Tagebuch kurz ein bisschen sprechen. Wir werden heute über die 4 Spiele sprechen, die wir schon haben. Beziehungsweise Julian, der ist so ein bisschen raus, der hat nämlich gar keine Switch, aber der kann uns so ein bisschen Eindruck geben in Breath of the Wild auf der Wii U. Da hat er es nämlich schon durchgespielt. Aber wir möchten das Beste zum Schluss aufheben und fangen jetzt einfach mal an mit Snipperclips, würde ich sagen. Sverre, du testest das. Beschreib doch mal kurz deine Eindrücke. Also zu Snipperclips, ich hatte da die Demo gespielt, hatte keine hohen Erwartungen. Ich dachte mir, okay, wird ein ganz nettes Rätselspiel, so für zwischendurch, zeigt die Fähigkeiten. Und ich war, als ich dann mir das Testmuster gekrallt habe, sag ich mal, doch mehr als positiv überrascht, wie viel das Spiel irgendwo auch bietet. Gerade mit Freunden, also alleine bringt das Spiel nicht sehr viel Spaß, aber gerade mit Freunden, wie gesagt, wenn man die Rätsel gemeinsam lösen muss, also es geht ja darum, man schneidet sich sozusagen aus, um spezielle Rätsel zu lösen. Man muss mal einen Ball transportieren zu einer Form, damit es weitergeht. Man muss man sich zurechtschneiden, um in eine Form zu passen, um ein Tier zu ergeben und so weiter. All solche Rätsel gibt es, die sind recht leicht zu verstehen und man weiß sofort, was los ist. Aber gerade eben, wie gesagt, mit Freunden ist das ein riesiger Spaß, das Spiel zu spielen. Was muss man denn eigentlich genau machen? Ja, wie gesagt, sich ausschneiden, sag ich mal ganz blöd, um Rätsel zu lösen. Sich gegenseitig zerschnippeln, um dann, wie gesagt, in Form zu passen, um Bälle zu transportieren und so weiter. Also, klingt recht unspektakulär, deswegen sagte ich auch am Anfang, okay, wird vielleicht nur ganz nett. Aber es bietet tatsächlich durch eine sehr süße Aufmachung, also eine sehr gute Präsentation für solch ein Spiel und eben gerade den Multiplayer sehr viel Spaß. Und es ist halt ein super Spiel für zwischendurch. Ich saß öfters mal mit Freunden, irgendwo hatte die Switch dabei und haben uns dann mal kurz hingesetzt, ein paar Runden Snipperclips gespielt und es endet meistens im großen Lachen. Einfach, weil es sehr viel Spaß bringt, wenn auch kurzweiligen Spaß. Aber für die 20 Euro finde ich, kann man an sich nichts falsch machen, wenn man auf Rätselspiele steht. Ansonsten sollte man vielleicht noch einen kleinen Moment warten. Das ist so mein erster Eindruck vom Spiel, den ich bisher habe. Ja, das klingt gut. Und es klingt so, als hätte ich mir lieber Snipperclips gekrallt als One-Two-Switch. denn tatsächlich, um jetzt mal darüber zu sprechen, bin ich ziemlich enttäuscht. Und warum genau? Weil das Spiel einen viel zu hohen Fremdscham-Faktor hat. ich weiß nicht, ob ihr euch schon Videos dazu angeguckt habt, weil also Gameplay zu dem Spiel ist ja nicht, es findet ja alles vor dem Fernseher statt, ne? Deshalb auf dem Bildschirm ist gar nicht so viel los. Aber jedes Minispiel, es sind am Anfang übrigens genau 6 oder 7 verfügbar. Und man kriegt überhaupt gar keine Erklärung, wie es eigentlich funktioniert. Und ich habe mir gedacht, hä? Da war doch noch dieses Spiel mit den Kugeln in den Boxen, was das HD-Rumble zeigen sollte, ist nicht dabei.
Da war doch das mit dem Tresorknacken, was wir gesehen haben, ist nicht dabei. Du denkst so, hä? Habe ich das falsche Spiel gekauft? Und jedes Mal, wenn du ein Minispiel startest, sieht man so ein richtig schlecht gemachtes Live-Action-Video, wo sich zwei Typen oder zwei Frauen oder ein Typ und eine Frau völlig zum Affen machen und das Spiel erklären, was du halt mit dem Joy-Con machen musst. Und dieses Video kommt jedes verdammte Mal, wenn man ein Minispiel startet. Man kann es zwar überspringen, aber jedes verdammte Mal kommt dieses Video. Und wirklich, ich habe alleine mal ein bisschen rumprobiert irgendwann. Und es war mir selbst peinlich vor mir selbst, mir diese Filme anzugucken. Also ich, ganz, ganz schlimm. Okay, und wie ist denn das Spiel an sich? Also diese Sequenzen machen ja nicht gleich ein komplettes Spiel kaputt. Also was ich gehört habe, ist, dass es eben nur eine Spielerei ist und kein wirkliches Spiel. Also es ist tatsächlich eine Spielerei, weil die Minispiele wirklich Minispiele sind, die überhaupt gar keinen Tiefgang haben. Das, was wir bei unserem Angespielt-Bericht schon gezeigt oder in dem Preview-Video schon gezeigt haben, vielmehr ist es tatsächlich nicht. Jedes Spiel ist in wenigen Sekunden beendet und viele sind auch, ja, also ich glaube, man braucht schon ordentlichen Alkoholpegel für das Spiel. Gerade so ein Spiel wie Zen heißt es, glaube ich, da muss man Posen einnehmen und darf sich so wenig wie möglich bewegen. Das ist jetzt nicht unbedingt geeignet für viel Alkohol, aber die Posen, die das Spiel einem da vorschlägt, die man da machen soll, die würde ich jetzt nicht mit jedem, vor jedem mich trauen. Also es sieht einfach albern aus. Aber es gibt tatsächlich auch ein paar Spiele, die wirklich Spaß machen, wie zum Beispiel das Western-Duell, also dieses Shootout-Spiel, wo man die Waffe ziehen muss auf Signal. Das macht schon Spaß. Und auch das Kugelraten in der Box. Denn wenn man die Minispiele dann irgendwie so 5, 6, 7 Mal gespielt hat, dann auf einmal, oh, jetzt steht alles zur Verfügung. Auf einmal hat man ein Menü, wo man das auswählen kann. Man hat verschiedene Spielmodi, wo man so denkt, wieso nicht von Anfang an? Verstehe ich nicht. Vor allem, weil einem das Spiel überhaupt nichts dazu sagt. Also es macht schon Spaß, einzelne Minispiele. Es ist auch cool, wie die Joy-Cons eingesetzt werden. Also das HD-Rumble finde ich wirklich atemberaubend bei diesem Kugelspiel. Das ist unglaublich. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Und auch das Tresorspiel oder, wie gesagt, das Shootout, die machen schon Spaß. Aber das sind alles so Spiele, die spielst du, wenn du zu zweit bist, vielleicht 2, 3 Mal und dann hast du keinen Bock mehr. Ich glaube, auf einer Party mit 10 Leuten könnte das schon lustiger werden. Also für mich klingt das gerade so, als wäre es Mario Party, nur ohne Mario Party. Also ein paar nette Minispiele, die eigentlich in einer Mario Party so drankommen würden. Also was weiß ich, man muss dann halt eben die Kugeln in einer Box raten oder sich gegenseitig abschießen. Und mehr ist es dann nicht. Also Mario Party ohne Brettspiel. Nee, Mario Party ohne Brettspiel und tiefgängige Minispiele. Denn ein Minispiel, wie zum Beispiel dieses Samurai, wo du dir mit dem Schwert auf den Kopf hauen musst, sobald du einmal triffst, ist vorbei. Also im Zweifel beginnst du das Minispiel und nach 10 Sekunden ist es zu Ende. Und beim Shootout ist es genauso. Du beginnst das Minispiel und dann kommt irgendwann Go und dann ist vorbei. Also die haben halt einfach keinen Tiefgang. Und das ist auch das, was mir wirklich fehlt. Ist noch nicht mit WarioWare zu vergleichen dann wahrscheinlich? Nein, überhaupt nicht. Weil du wählst ein Spiel aus und dann bist du nach ein paar Sekunden fertig und dann spielst du es entweder nochmal oder wählst ein anderes aus. Ja, es gibt auch noch einen Modus, wo man irgendwie eine bestimmte Anzahl an Spielen zufällig hintereinander spielt, also dass du halt länger drin bist. Sowas gibt's auch. Aber ja, ich finde, man hätte da wesentlich mehr machen können, vor allem für 35 Euro. Also würdest du denn trotzdem sagen, dass es irgendwo das Wii Sports oder auch Nintendo Land der Switch ist? Denn Wii Sports hat ja auch noch lange Zeit 20 Euro gekostet, was auch ein bisschen zu teuer ist. Oder kostet es, glaube ich, immer noch. Auf der Wii U kostet es irgendwie 25 Euro oder so sogar. Also ich möchte mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber Wii Sports hat ungefähr 12-mal so viel Tiefgang wie One to Switch. Das so stimmt. Ungefähr. Und Nintendo Land ja sogar noch mehr. Ja, genau. Ja, wobei Nintendo Land, also Wii Sports habe ich von diesen drei tatsächlich am meisten gespielt. Bisher. Ich werde mich im Moment habe ich auch noch das Problem, dass ich natürlich mit Zelda relativ gefesselt bin und deshalb jetzt nicht so wirklich viel Wert drauf lege, One to Switch ständig zu spielen. Ich werde dem Spiel irgendwann halt mal eine genauere Chance oder eine bessere Chance geben. Mein erster Eindruck
ich habe es vielleicht eine Dreiviertelstunde gespielt jetzt zu zweit. Mein erster Eindruck ist aber genauso, wie ich es gerade geschildert habe. Ist es denn trotzdem gut, um Freunden zu zeigen, das kann die Switch? Denn also mit Snipperclips, da hatte ich auch immer gut zeigen können, guck mal, das kannst du mit Freunden dann unterwegs spielen. Und das hat dann auch viele begeistert irgendwo, weil die dann eben sagten, das ist ja cool. Theoretisch ja, wenn der Fremdscham-Faktor nicht wäre. Mir ist es einfach peinlich, sowas meinen Freunden zu zeigen. Weil, also, oder wenn ich mal an meinen Bruder zum Beispiel denke, mit dem zocke ich eigentlich auch relativ viel, dem würde ich dieses Spiel niemals zeigen. Das wäre mir peinlich. Oha. Okay. Also, ich finde, na gut, aber schaut euch, ich werde irgendwann auch einen Videotest machen, da werde ich diese Videos dann wahrscheinlich einfach mal alle in Reihe schneiden, dann mal gucken, wie es so läuft. Ja. Und ich bitte darum, dass du dich da auch ein bisschen zum Affen machst. Das mache ich. So wie bei dem Walk-Video damals zu Van Halen. Das mache ich. So, und jetzt bitte Fast AMX, bevor wir dann zu Zelda kommen. Zu Fast AMX. Ich weiß nicht, hattest du jetzt eigentlich mittlerweile mal den Vorgänger Fast Racing Neo gespielt, Mario? Nein, ich kenne nur die Viver, das Fast Racing heißt es, glaube ich. Fast Racing League. Ja, genau. Aber den Nachfolger habe ich nicht gespielt, nein. So, und Fast Racing Neo war ja das Tolle, dass es grafisch bombastisch aussah. Also das war wirklich eins der besten Spiele, was man grafisch auf der Wii U hatte. Und Fast AMX erweitert dieses ganze Spielgefühl nochmal. Es gab ja für Fast Racing Neo das Neo Future Pack. Und Fast AMX ist ja, schon wie der Name sagt, Remix, vielmehr eine Complete Edition der beiden Spiele, wobei man sagen kann, das Spiel ist wirklich komplett. Es gibt mehr Fahrzeuge. Eben die Strecken, alle Strecken aus Fast Racing Neo plus DLC und sogar, ich glaube, 6 neue Strecken. Und das Spiel ist eigentlich, also für alle, die Fast Racing Neo gespielt haben, genau das, was man erwartet. Das ist ein super Future Racer, der grafisch wohl mit das Beste ist, was wir auf der Switch je sehen werden. Denn ich weiß nicht wie, aber Shinnen zaubert als Münchner Entwicklerstudio da wirklich etwas Unglaubliches auf dem Bildschirm durch verschiedene Techniken und setzt auch viel auf 60 Frames per Second. Und gleichzeitig ist aber auch das Gameplay sehr gut. Also es orientiert sich nicht an Wipeout zum Beispiel mit Waffen oder an Extreme G, sondern an F-Zero, eine Steuerung zu meistern in so einem Future Racer und somit die Strecken perfekt abzuschließen. Dabei ist dann auch der Phasenwechsel sehr gut integriert, denn Fast Racer Neo. Der große Unterschied zu F-Zero ist eben dieser Phasenwechsel von Orange zu Blau. Und ich glaube, den gab es auch schon in Fast Racing League, oder? Kann ich mich jetzt gerade nicht mehr dran erinnern. Das ist schon zu lange her. Auf jeden Fall, dieser Phasenwechsel funktioniert gut und außerdem gibt es auch mal so Kugeln. Also das Geschwindigkeitsgefühl ist super, eben auch durch diese Kugeln, dass man immer eigentlich eine ganz gute Geschwindigkeit hat. Man muss die Geschwindigkeit meistern. Das Spiel ist wirklich verdammt schwer, aber fair schwer mittlerweile, denn bei Fast Racing Neo war das Problem, wenn man gestorben ist, wurde man so weit zurückgesetzt, dass man das Rennen abbrechen konnte. Hier wird man genau dahin gesetzt, wo man runtergefallen ist oder zerstört worden ist, also ähnlich wie in Mario Kart. Also das Spiel ist eigentlich wirklich die definitive Edition von Fast Racing Neo und ich kann es jedem empfehlen, der endlich seinen F-Zero haben möchte, denn viele schreien ja nach einem F-Zero und ganz ehrlich, ich brauche keins mehr durch dieses Spiel, also weil das Spiel bietet alles, was ich mir von einem F-Zero wünschen würde. Und es hat eben auch dieses gewisse eigene, was das Spiel wirklich sehr gut macht. Ja, das klingt doch gut. Ich werde es mir, also ich glaube, das ist jetzt wieder ein Teil, den ich mir dann mal geben werde. Vor allem jetzt, wenn du sagst, das ist so die ultimative Version, dann braucht man Fast Racing Neo ja gar nicht spielen, wenn es RMX gibt. Ja, genau. Und es kostet auch nur 20 € und ist damit auch echt verdammt günstig. Und die Jungs von Shinnen, ich habe ja auch mal ein Entwicklervideo gemacht, wer es sehen möchte, kann, ihr findet hoffentlich den Link in der Beschreibung. Martin Sauter ist auch ein unheimlich sympathischer Kerl. Und die haben auch, und man merkt den auch richtig an, die haben Bock auf solche Spiele und haben da auch eine Lücke gefunden und die nutzen sie aus. Und das Spiel bringt einfach hammer viel Spaß. Ja, das klingt doch gut. Dann lass uns jetzt mal zu dem eher unwichtigsten aller Launch-Titel kommen. Ein Spiel, was, glaube ich, viele mit hoher Erwartung sich drauf gefreut haben und wo jetzt wahrscheinlich fast jeder richtig enttäuscht ist. Bomberman R. Genau. Nein, The Legend of Zelda Breath of the Wild, das war ja so der Anstoß meines Endes zur Nintendo-Beziehung. Und ich möchte jetzt, bevor ihr vielleicht mal eure Eindrücke schildert, ohne Spoiler, wenn es geht, das jetzt gleich am Anfang gesagt, wir wollen hier geschichtlich nichts spoilern. Dafür ist es jetzt einfach noch zu kurz nach dem Launch.
bevor ihr eure Eindrücke zur Switch und zur Wii U-Version mal zum Besten gibt, muss ich tatsächlich sagen, das, was ich gerade gesagt habe, trifft bei mir tatsächlich leider ein bisschen zu. Oh. Ich bin tatsächlich hin und her gerissen, ob ich dieses Spiel mag oder nicht. Und wie äußert sich das genau? Also warum magst du es oder magst du es nicht? Ich möchte gerne euch erstmal erzählen lassen, weil dann kann ich vielleicht ein bisschen Bezug drauf nehmen. Oder ich habe noch mit keinem wirklich intensiv über das Spiel geredet und mich würde jetzt mal interessieren, wie denn eure Meinung zu so verschiedenen Dingen sind. Also Julian, vielleicht fängst du einfach mal an, weil du noch gar nichts gesagt hast, mangels Switch und insofern Spiele, die du hättest spielen können. Ja. Wie gesagt, wenn es geht, ohne auf die Geschichte einzugehen. Ja, okay, alles klar. Ich fange erstmal mit dem Positiven an. Vielleicht kannst du ja dann auch schon negativ Bezug drauf nehmen. Also, ich finde es einfach richtig cool in Zelda, dass einem diese experimentelle Freiheit gegeben ist, dass nicht nur eine einzige Lösung zum Ziel führt, sondern dass man, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwo eine Kiste sieht, denkt sich, ach wunderbar, zum Beispiel mitten im Sumpf steht so eine Kiste, man denkt sich, komisch, wie komme ich da jetzt hin? Gut, vielleicht klettere ich ein bisschen weiter mal auf den Berg und schwebe dann rüber mit dem Parasegel. Oder ich suche mir irgendwelche Kisten oder irgendwelche Metalldinger, die ich dann da drüber lege und dann kann ich das als Brücke nutzen, um zu den Truhen hinzukommen. Diese physikalisch bedingte Freiheit, die einem da wirklich gegeben ist, um an des Rätsels Lösung zu kommen, das ist ein Aspekt, den ich bei Breath of the Wild auf jeden Fall richtig cool fand. Okay. Ja, so. Sverre? Ja, also wie ich ja schon beim Tagebuch sagte, finde ich bei Breath of the Wild schon den Anfang grandios, denn du wirst nicht wie in den Vorgängern mit ellenlangen Tutorials totgeschlagen fast schon. Also wenn ich mich nur an Twilight Princess erinnere, ich kann das Spiel nicht nochmal anfangen, damit dieser Anfang, der ist einfach so nervig. Und in Breath of the Wild, du beginnst, wirst reingeworfen, bekommst kurz und knapp erklärt, was du zu machen hast und das Spiel leitet dich in gewisser Weise durch den Anfang, aber du kannst alles selbst erkunden, alles selber machen, du hast sofort die Möglichkeit, die Schreine selbst zu entdecken. Das finde ich schon mal super. Also der Anfang von Breath of the Wild ist sehr gut. Ja, weiterhin gefällt mir das auch, dass die offene Welt gefüllt ist und tatsächlich nicht so wie andere Open-World-Spiele, wo du kaum weißt, wo du bist, weil es keine Punkte gibt. In Breath of the Wild ist es so, die Open-World wurde wirklich in einem Baukasten fast schon erstellt. Also du erkennst überall Objekte wieder, hast selten Sachen, wo du sagst, das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Du hast immer irgendetwas, wo du weißt, okay, da bin ich jetzt. Okay, hier habe ich was Cooles Neues gefunden. Da ist ein Schrein, da ist ein Turm, da ist eine Farm, da ist der Goronberg, da ist die Zora-Insel und so weiter und so fort. Diese Welt ist einfach gefüllt, gameplay-technisch gefällt es mir auch super, vor allem oder auch grafisch. Also ich bin sehr, sehr zufrieden bisher mit Breath of the Wild. Kann mich da eigentlich überhaupt nicht beschweren, denn es erfüllt eigentlich genau das, was ich mir erwartet habe. Es ist ein Open-World-Spiel, was Open-World verdammt nochmal auch versteht, was weiß, wie Open-World funktioniert und was dich trotzdem irgendwo durchs Spiel leitet und dir auch perfekt zeigt, da darfst du hin, da nicht. Eben durch Tode. Und was ich auch nochmal anmerken muss, das Spiel, in dem Spiel stirbt man endlich mal wieder. Und das ist ganz, ganz komisch, aber ich freue mich in Zelda zu sterben, denn in den Vorgängern, bin ich tatsächlich gerade in Twilight Princess, Skyward Sword, Wind Waker nie gestorben. Und in Breath of the Wild passiert es immer mal wieder, dass man mal stirbt durch Gegner, die wirklich anspruchsvoll sind, wo man vielleicht auch nicht gleich die Taktik weiß und so weiter. Und eben auch durch das neu erweiterte Kampfsystem, durch das Rüstungssystem und alles Mögliche. Du kannst den Charakter individualisieren und so weiter. Also Breath of the Wild ist genau das Spiel bisher. Ich habe es ja auch noch nicht durch, aber bisher, was ich mir erwartet habe. Ja, aber das einzige Problem, was ich halt habe, ist, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass es ein Zelda ist, könnte man auch jeden anderen Titel davor klatschen und es wäre ein Open-World-Spiel. Also das ist auch was mich so ein bisschen an der ganzen Geschichte dann im Nachhinein gestört hat. Ich meine, natürlich, klar, hier und da hat es Zelda-Aspekte, aber es geht für mich schon so ein bisschen in Richtung ganz weit weg von Zelda, würde ich jetzt persönlich sagen, so was ich gesehen habe. Also was ich ja schon beim Tagebuch sagte, es versucht vieles Neues und macht das auch sehr gut, aber es behält für mich persönlich diesen Charme von Zelda
kontinuierlich da. Ich habe die ganze Zeit auch das Gefühl, dass ich ein Zelda-Spiel spiele, eben weil ich ganz, ganz viele Spots wieder treffe. Ich sehe direkt am Anfang die zerstörte Zitadelle der Zeit. Ich treffe die Goron wieder, die Zoras wieder. Natürlich könnte man diese ersetzen, es wäre vielleicht ein anderes Spiel. Aber ganz ehrlich, das kannst du auch mit Twilight Princess, das kannst du auch mit Skyward Sword, da kannst du auch die Charaktere ersetzen. Du kannst du mit jedes Zelda-Spiel ersetzen. Und man muss ganz ehrlich mal sagen, die Spielmechaniken waren veraltet von Zelda mittlerweile, wenn man mal wirklich ehrlich ist. Und das Spiel hat sich neu erfunden und das sehr positiv. Wie Aonuma sagte, das Spiel wird einen Meilenstein setzen. Und ganz ehrlich, das hat es. Das Spiel hat nicht umsonst solche Top-Wertungen bekommen, zumal auch jetzt endlich in dem Spiel Emotionen dabei sind. Und du kannst richtig mit den Charakteren mitfühlen. Du hast immer noch Link, der wie gesagt auch stumm ist. Du hast trotzdem die Textboxen bei, ich sag mal, unwichtigen NPCs. Du hast Sidequests, die an Zelda erinnern. Und die Rätsel sind auch gut gemacht. Zelda-typisch auch gemacht und auch wieder mal anspruchsvoll. Also ich saß da an einigen Schreinen und hab mal wieder geknobelt, dass in Zelda mir den letzten Spiel wirklich verloren gegangen ist. Und das Spiel hat für mich persönlich total den Zelda-Flair, eben weil ich ganz, ganz viele Standpunkte wieder sehe. Also das mit den Emotionen, das kann ich auf jeden Fall nur unterschreiben. Ich fand auch die deutsche Sprachausgabe ziemlich gelungen. Also die Charaktere sind sehr empathisch geraten, das stimmt, das muss ich unterschreiben. Also vor allem Zelda gefällt mir sehr gut in ihrer Art und Weise in diesem Teil. Das haben sie schon echt gut hingekriegt. Ich habe auch gar nicht damit gerechnet, dass es überhaupt eine deutsche Sprachausgabe geben würde. Ich habe gedacht, gut, Englisch und dann halt deutsche Untertitel drunter geklatscht, aber da haben sie sich echt mal Mühe gegeben. Wie auch, wie gesagt, mit der Open World. Und deswegen sage ich auch, das Spiel ist für mich ein Zelda-Spiel. Na klar, und ich sagte auch schon in meinem Videotagebuch, wie gesagt, es bricht Tradition, keine Frage, aber ich persönlich finde das gut. Das ist natürlich, also dieses mit dem Traditionsbrechen, sage ich auch ehrlich, das ist total subjektiv. Der eine sagt sich vielleicht, ich möchte mein grünes Gewand haben, ich möchte mich nicht individualisieren, ich möchte auch nicht auf das neue Kochsystem angewiesen sein. Das hatte zum Beispiel Sterni mal geschrieben, dass sie einfach keinen Bock hat auf das Kochen. Aber persönlich finde ich das zum Beispiel gut. Ja, weil sie sagt, ich möchte Herzen finden und ich möchte nicht gezwungen werden zu kochen, denn du wirst ja auch ein bisschen gezwungen zu kochen. Du wirst, also die werden neue Mechaniken auch irgendwo aufgezwungen, was man gut und auch schlecht finden kann. Ich persönlich finde es gut, aber was vielleicht auch daraus folgt, dass ich schon sehr viele Open-World-Titel gespielt habe und gerade jetzt auch dieser Open-World-Titel gefiel mir sehr, sehr gut eben auch, weil er so gefüllt ist, weil er einzigartig ist und das nicht auch ein Skyrim sein könnte, sondern es ist wirklich ein Zelda und ein verdammt nochmal gefülltes Zelda. Ja, diese Kocheigenschaft, als ich die zum ersten Mal im Trailer gesehen habe, habe ich auch gedacht, ach du Scheiße, was ist das denn jetzt um Himmels Willen? War ich auch so ein bisschen zwiegespalten, aber jetzt, wo ich die Mechanik tatsächlich in-game gesehen habe, finde ich sie gar nicht so verkehrt. Ich meine, man kann sich einen wunderbaren Vorrat an Essen aneignen und ich meine, man kann ja auch alles zusammenwürfeln, ne? Wenn es jetzt nicht irgendwelche komischen Insekten sind oder so. Ne? Aber naja, dann wird es ja so eine Matsche. Genau. Pixelmatsche, genau. Aber man kann ja wirklich, wenn man was Essbares findet, alles zusammenwerfen, das ist scheißegal, es gibt ja alles irgendeine bestimmte Anzahl an Leben und das ist halt, dass man nicht erst noch irgendwo hin muss und sich Rezepte suchen muss und so weiter, um nicht irgendwas Ungenießbares zu erstellen, das ist halt schon auch was sehr Vorteilhaftes, finde ich. Und du hast auch genauso jetzt auch ja Statuswerte, dass du zum Beispiel ganz am Anfang wirst du in ein kaltes Gebiet gelassen, wo du Herzen verlierst. Du bekommst aber selber heraus, dadurch, dass du auch genau vor diesem Gebiet Chilis findest, okay, ich muss diese Chilis kochen und kann dann da überleben. Genauso, wenn du dann, gibt es auch sehr heiße Gebiete, da musst du dann einen Feuertrank finden, wobei ich da sagen muss, da musste ich ein bisschen gucken, bis ich die gefunden habe. Da muss ich ehrlich sagen, da habe ich Matthias fragen müssen, weil ich diese Feuertränke nicht gefunden habe und dich habe ich auch gefragt, ja. Aber da hätte man auch so drauf kommen können und das ist es eben. Also es spielt mit sehr vielen neuen Dingen, die mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, auch die Lautstärkeanzeige, ne? Die fand ich auch sehr innovativ. Ja, genau. Und dass du dir auch jetzt alles markieren kannst, da auch ein bisschen Stealth-mäßig vorangehen kannst, nicht nur auf die Gegner zustimmst und die wegmetzelst und das auch super einfach. Nein, die Gegner sind teilweise echt verdammt anspruchsvoll. Mhm. Du musst dir überlegen, wie gehe ich da jetzt ran? Da sind jetzt mehrere. Okay, den einen, bei dem einen steiche ich mich an, ich sag mal, meuchel den von hinten, den anderen schieße ich dann mit dem Pfeil weg und die anderen beiden, die werden dann wach, die muss ich dann so bekämpfen und kann nicht mehr einfach nur drauf zustürmen. Das geht nicht mehr und das finde ich gut. Das finde ich sehr, sehr gut. Ja, allein das Gegnerverhalten ist auch sehr interessant. Ich habe mich auch schon ein paar Mal einfach nur dahingesetzt und habe beobachtet, was die Gegner so machen. Ne? Die sind ja auch schon relativ aktiv und das finde ich eigentlich eine sehr putzige Sache, ja, einfach nur mal zu gucken, was machen die Gegner jetzt gerade so, wenn sie einen nicht sehen und so weiter. Ne?
Ja, eben, also die haben sich da, also ich finde Zelda, dass dieses Spiel ist unheimlich belebt, hat so viele schöne Details und ich hab selten in einem Open-World-Spiel so selten die Schnellreisefunktion benutzt, weil ich einfach gerne durch diese Welt gereist bin, weil ich immer gerne einen Schrein gefunden habe, mich gefreut habe, dann über das Rätsel, was daraus folgte, die ja auch ganz, ganz viele verschiedene Lösungswege haben. Ich weiß, da gibt es diesen einen Schrein, wo man so eine Kugel durch so ein Labyrinth bekommen musste und das ist ganz schwer. Und dann ist mir aufgefallen, ich muss einfach nur das Gamepad ruckartig nach vorne reißen, nach hinten, dann ist die Kugel rübergefallen, ich konnte sie ganz einfach rausbringen. Sowas ist da möglich. Also die haben sich da ganz, ganz viele Gedanken gemacht. Du kannst Ziele erreichen über Hunderttausende von Wegen, die aber auch gleichzeitig da nicht zu viel werden, sondern die gut erklärt sind und gut möglich sind. Ja. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, und das Gleiche dann eben auch bei Dungeons. Also du konntest gleich im ersten Dungeon, na gut, ich erzähle jetzt immer nichts, weil der ist recht speziell, aber da gibt's auch solche Mechaniken, wo du dir fast schon aussuchen kannst, wie mache ich das, welche Möglichkeiten habe ich, und du musstest nachdenken. Du musstest auch in dem allerersten Dungeon schon richtig nachdenken. Wie mache ich das, wie stelle ich das an? Und dann auch dieser Aha-Effekt, du hast richtig so einen Aha-Moment, wo du denkst, ach, so geht das, cool, ich habe das entdeckt, das bringt Spaß, ich habe ein Erfolgserlebnis dadurch. Mhm. Das habe ich in Zelda leider länger nicht mehr gehabt, gerade bei Rätseln. Ja, das Einzige, was mich wirklich auch ein bisschen gestört hat, war, dass die Waffen halt so schnell zerbrechen, auch die Metallwaffen. Da denke ich mir, schlägst du 10-mal drauf und dann ist die Waffe kaputt. Denke ich mir, also das gibt's doch jetzt schon wieder nicht hier. Ja, das stimmt. Also da muss ich dir recht geben. Da muss ich dir unvoreingenommen recht geben, denn die Waffen, die zerbrechen echt zu schnell. Ja. Dagegen aber die Bögen, die halten ewig, genauso wie die Schilde. Mhm. Das stimmt, das ist richtig. So, jetzt wollen wir erstmal Mario, glaube ich, auch nochmal eine Runde erzählen lassen. Ja, ich habe tatsächlich mir jetzt 17 Stichworte aufgeschrieben. Ich habe euch nur zugehört und zu jedem habe ich, glaube ich, auch was zu sagen. Und ich fange jetzt mal nicht chronologisch an, sondern mit dem, was ihr zuletzt gesagt habt, habe ich mir nicht auch aufgeschrieben, als ihr eben über die Waffen gesprochen habt. Die Waffen gehen zu schnell kaputt. Das nervt mich tierisch. Und vor allem fand ich eine Sache, hat mich, und danach gehe ich dann mal allgemein aufs Spiel ein, das wollte ich nur gerade an der Stelle loswerden, weil es so schön passt. Was mich tierisch genervt hat, sind die Passagen, wo du die blauen Flammen transportieren musst und unterwegs auf diverse Gegner triffst. Und man kann ja seine Fackel nicht wirklich zum Kämpfen einsetzen. Eine Fackel, mit der du halt die blaue Flamme transportierst. Das heißt, jedes Mal, wenn ein Gegner kommt, musst du eine andere Waffe anlegen, weil die Fackel geht halt sonst kaputt relativ schnell und die macht auch nicht wirklich Schaden, logisch, ist auch keine richtige Waffe. Danach wechselst du wieder zurück, gehst dir die Flamme holen, weil zum Glück gibt's ja so Zwischenpunkte mit Fackeln, wo man die anzünden kann oder mit so Laternen, aber dass du da permanent die Waffe wechseln musst und es einfach keine Schnellfunktion gibt. Und wenn es gibt eine Schnellfunktion. Wie denn? Indem du auf unter dem linken Stick die Tasten. Ach so, ja klar, das geht natürlich, aber. Das ist sehr schnell, also das ist ja eine Sache von 2 Sekunden. Das ist, wie schnell willst du es denn sonst das noch ist, haben? Das ist mir zu kompliziert. Ich hätte gerne so eine Waffen, so wie früher, also ich will jetzt nicht in Nostalgie schwelgen, aber so die C-Sticks, die du dir auf dem N64 selber belegen konntest. Weil diese. Ich habe tatsächlich, das ist auch eines meiner Probleme, dass ich die Steuerung ziemlich überladen finde, liegt vielleicht auch an meinem fortgeschrittenen Alter, dass du halt, du kannst ja über diese Schnellfunktionen zum Beispiel die Module wechseln, die Waffe wechseln, das Schild wechseln. Wenn du aber gerade den Bogen gespannt hast, kannst du die Pfeile wechseln, sonst nicht. Es gibt nur eine Schnellfunktion für Bogen, wenn du auch den Bogen in der Hand hast. Und ganz doof finde ich, nach unten drücken ist pfeifen. Wie oft mir das passiert ist, dass ich mich an einen Gegner geschlichen habe und auf einmal nein! das hätte man besser lösen können, finde ich. Aber ja, das Thema, dass Waffen kaputt gehen, ich weiß nicht, wie oft ich irgendwo raus musste, weil ich halt irgendwie neue Waffen brauchte, beziehungsweise die Gegner fallen gelassen haben, dann also Schrottwaffen waren. Naja, die reichen ja aus. Ja. Für die Gegner, für die normalen. Und dann kriegst du von einem stärkeren Gegner, der da auch ist, wieder eine gute Waffe. Also das haben sie, da muss ich auch sagen, das haben sie gut gelöst. Also mir gefällt, dass da immer wieder neue Nachschub kam. Mir gefällt das tatsächlich nicht, dass Waffen kaputt gehen. Ich verstehe den Open-World-Aspekt und diesen realistischen Effekt, aber was mich tatsächlich wirklich an dem Spiel
hadern lässt und wo ich mir nicht sicher bin, ob ich es mag oder nicht, ist genau dieses Thema Open World. Es ist tatsächlich, Zelda ist das erste Open World Spiel, ich sag mal richtige Open World Spiel, was ich spiele. Ich zähle jetzt mal zum Beispiel Lego City Undercover nicht dazu, weil das doch ein bisschen was anderes noch ist. Also es ist das erste tatsächlich richtige Open World Spiel, was ich spiele. Und ich merke, dass ich mit diesem Genre nicht so viel anfangen kann, weil es mir zu groß ist. Ich finde auch, also es mag sein, dass in Relation zu anderen Open-World-Spielen da viel los ist. Ich finde, aber mir persönlich ist es viel zu leer. Man muss viel zu viel rumlaufen, was bei The Wind Waker kritisiert wurde, dass man mit dem Boot lange von Insel zu Insel fahren muss, finde ich, ist hier viel, viel schlimmer, weil es einfach, ja, so viel riesiger ist. Und du häufig siehst irgendwas am Horizont, denkst, ich renne da jetzt mal eben hin und dann läufst du 20 Minuten. Und tatsächlich, du läufst verfickte 20 Minuten. Denn anders als du, Sverre, ist mein bester Freund in diesem Spiel die Schnellreisefunktion. Also das kannst du tatsächlich nichts mit der Welt anfangen? Findest du die Welt nicht schön? Magst du es nicht, das zu erkunden? Ja, es gibt halt, ich erkunde die gerne und ich laufe auch gerne rum. Ich bin auch schon viel rumgelaufen. Aber es ist einfach zu wenig los in der Welt, finde ich. Man läuft zu lange, bevor man wieder was Spannendes findet. Klar, du siehst die Shieka-Türme zum Beispiel, mit denen du ja, ja das jeweilige Gebiet, die Karte des jeweiligen Gebietes erhältst. Die entdeckt man schon gut und rennst hin. Dann ist zum Beispiel so ein Scheiß, du rennst zu einem Turm hin, dann bist du da und merkst, scheiße, da komme ich noch gar nicht hoch. Wann hattest du das denn? Zum Beispiel bei dem, ich glaube, er heißt Wüstenturm, ich weiß es gar nicht, der in so einer Schlammkuhle liegt. Ach so. Okay. Du kommst halt mit dem Paraglider, mit dem Segel nicht rüber, weil halt Gegenwind herrscht, egal aus welcher Richtung du ihn anfliegst. Es ist immer Gegenwind. Okay, dann habe ich den irgendwie übersehen, ja. Und ich renne da hin, habe so 15 Minuten gebraucht, um hinzurennen, und dann sagt mir das Spiel, Edge Badge, du kannst noch nicht. Das finde ich ein bisschen gemein. Oder auch so manche von den, wie heißen diese Mini-Dungeons noch? Mir fällt gerade nicht ein. Von den Schreinen, genau. Du hast ja so ein tolles Radar oder kriegst irgendwann so ein tolles Radar, was dir auch so ein bisschen hilft, diese Teile zu finden. Was aber, wie ich finde, nicht besonders ausgeklügelt ist. Weil es dir nur grob eine Richtung gibt. Und teilweise gibt es ja auch mehrere Ebenen irgendwie und du siehst die dann einfach nicht. Und dann suchst du da minutenlang und dann kommst du zu einem. Und auch hier sagt dir das Spiel da, nö, da kommst du jetzt noch nicht rein, weil dir halt irgendwas fehlt, um ein Hindernis zu überwinden oder so. Das finde ich ist okay oder wäre okay, wenn man dann in dem Moment, wo du sowas findest, den Schnellreisepunkt aktivieren würdest. Den aktivierst du aber erst beim Turm, wenn du oben bist, und bei den Schreien, wenn du drin bist. Naja, bei den Schreien, wenn du sie aktivierst. Genau, ja, aber du kommst halt an manche. Ja schon, bevor du drin bist. Du kommst an manche halt nicht nah genug dran, um es zu aktivieren. Das heißt, du bist da umsonst hingelaufen und musst irgendwann, wenn du denkst, jetzt habe ich das benötigte Hilfsmittel, wieder dahin laufen. Und das finde ich nervig. Ja gut, da kann ich dir recht geben. Also da hätte man das so machen können, dass man schon vor dem Schrein den aktivieren kann. Genau, also das ist wohl wahr. Das ist irgendwie überflüssig. Aber gut, das Thema Open World, da möchte ich noch ein bisschen aus meiner Sicht drauf rumreiten, meinen Monolog noch ein bisschen ausbauen. Habe ich ja schon gesagt, das ist mir irgendwie zu groß und zu leer. Das hatte so ein bisschen für mich das Gefühl von Twilight Princess. Da war die Welt ja auch relativ groß und du bist halt mit deinem Pferd relativ häufig einfach nur durch die Gegend geritten. Ja, ich weiß, es ist nicht vergleichbar. In Breath of the Wild ist viel mehr los und man kann auch viel mehr entdecken. Aber ich finde es doch irgendwie ähnlich. Vor allem, weil man trifft halt hin und wieder auf so kleine Moblin-Horden oder so, ne? Irgendwie so ein Turm, wo die draufstehen, wo du dann auch, wenn du die alle besiegst, an eine Schatztruhe kommst. Das ist auch alles schön, aber das ist mir auch zu repetitiv, weil das halt irgendwie immer wieder dasselbe ist. Man hat das Gefühl, dieses Ding hat einfach irgendein Entwickler mal 50 Mal über der Spielwelt verteilt. So, hier kannst du da mal und hier kannst du da mal und du machst halt immer dasselbe. Du schleichst dich irgendwie an, versuchst die auf dem Ausguck irgendwie mit dem Pfeil platt zu machen oder ja halt irgendwie die zu besiegen. Das ist aber, das irgendwie nach dem dritten Mal habe ich mir angewöhnt, an den Teilen einfach vorbeizulaufen. Weil du kannst die
kannst den ja auch einfach weglaufen. Also ich hätte mir da einfach mehr, noch mehr Leben gewünscht und mehr Anreize. Weil, wobei, ja? Nee, red weiter. Okay, weil du hast ja auch immer bei diesen Schreien, also da sind ja auch mal wieder verschiedene Gegner, genauso sind die auch, wenn nicht häufig, das stimmt, aber es gibt auch mal wieder verschiedene Arten von diesen Wachposten, nenne ich sie mal. Also ich kann mich erinnern, mal diesen Totenköpfen, wo dann ein besonders starker Gegner auf dich wartet, den du dann auch besonders taktisch besiegen musst, ja, wo es dann einen noch größeren Schatz gibt. Dann gibt es, na klar, das Gegner sind das natürlich, aber was willst du da anderes hinbauen? Die sind ja irgendwo schon für das, was sie sind, abwechslungsreich gestaltet. Also da frage ich dich jetzt mal, würdest du da machen? Ich hätte einfach die Welt um die Hälfte verkleinert, um halt sie einfach lebhafter zu machen, dass mehr passiert. Ich habe das Gefühl, an vielen Teilen wollten sie halt sie wollten eine riesige Welt haben, die atemberaubend groß ist, aber wie bei Twilight Princess, was ich eben schon angesprochen hatte, haben sie irgendwie nicht genug Ideen, für mich zumindest, um die komplett lebhaft zu machen. Also ich habe bisher, glaube ich, habe doch lange nicht die ganze Welt erforscht, aber nicht. Stand jetzt für mich ist es nahezu perfekt. Was vielleicht auch daran liegt, dass ich viele Open-World-Spiele gespielt habe, wo ich echt angepestet war. Ich sag nur Skyrim oder so, die an sich echt gute Spiele war, wo die Open-World das aber schon fast schon kaputt gemacht hat. Deswegen kommt es vielleicht für mich gerade gut vor, ich weiß es nicht, aber für mich ist die Open-World echt gut gelungen. Ich sitze da immer wieder und denke mir, wow, cool, dass das da ist, oder fühle mich dann auch oder empfinde eine Befriedigung, wenn ich dann einen Wächter treffe, den ich vielleicht sogar schon besiegen kann, einen Boss mitten in der Welt finde, der da ist, Sidequests entdecke, die mal umfangreicher sind, mal weniger umfangreich, okay, aber die auch teilweise, wie gesagt, echt cool sind, wo ich dann auch mein Inventar zum Beispiel vergrößern kann, all sowas, dass ich das so einfach entdecken kann, dass ich in diese Welt gehe und mir einfach mal sag, Das muss man sich dann auch mal sagen, wenn man das will, ist ja auch immer die Frage, will man das überhaupt, aber dass man sagt, komm, ich gehe jetzt mal eine halbe Stunde rum, guck, was ich hier finde, geh mal nach Kakariko, mach da irgendwas, geh wieder nach zu dem Dorf der Zoras und mach da eine Sidequest und all sowas. Und dann sieht man immer mal wieder Sachen, reitet mit seinem Pferd da lang. Und mir persönlich gefällt das. Aber das ist total subjektiv, glaube ich, auch eben. Wie siehst du das denn? Ja, ich wollte auch nämlich gerade wieder was erzählen. Ich kann Mario da total nachvollziehen, weil ich bin auch nicht der Open-World-Fan und so. Also ich brauche tatsächlich auch nicht so viel Größe an Spielwelt, um mich in dem Spiel wohlzufühlen. Ich habe es eher klein und gemütlich. Man sieht hier was, man sieht da was und so weiter und so fort. Aber hat eben seine Größe, die es einem erlaubt, auch wirklich überall was zu sehen und nicht erstmal 10 Minuten oder 20 Minuten irgendwo hinzulatschen, bis man eventuell was findet oder eben auch nicht. Also wenn wirklich überall was los gewesen wäre in der Welt, dann hätte mir das auch ganz gut gefallen. Aber ich habe auch eher die Schnellreisefunktion genutzt, um von A nach B zu kommen. Ich habe jetzt eigentlich, meine ich, ja, ich müsste eigentlich so langsam alle Schreine gefunden haben. Also es gibt schon einige, muss ich sagen, aber so langsam habe ich alle gefunden, glaube ich. Und die sind eigentlich auch ganz praktisch überall verteilt, sodass man mit der Schnellreisefunktion immer ganz gut überall hinkommt. Ja, wie gesagt, also ich bin auch nicht der größte Open-World-Fan, deswegen, wenn es kein Zelda gewesen wäre, hätte ich es mir wahrscheinlich auch überhaupt nicht gekauft. Das habe ich am Anfang schon mal erwähnt. Ja, das Gefühl, das ist auch genau das, was ich meine. Also ich habe jetzt bisher nur negativ geredet. Ich möchte am Ende auch definitiv noch positiv über das Spiel reden, denn es gibt auch Seiten, die mir richtig gut gefallen. Ich will hier nicht nur rummotzen, aber das ist tatsächlich, ja, ich weiß, Zelda muss sich weiterentwickeln. Die Serie war unglaublich angestaubt, wobei ich dir da so ein bisschen widersprechen muss. Es wäre, dass du, als du eben gesagt hast, du musstest bei Zelda schon lange nicht mehr nachdenken. Ich finde, das hat Skyward Sword schon, hat schon einen guten Schritt in die richtige Richtung gemacht. Also schon bei Skyward Sword fand ich, war es nicht so wie bei Twilight Princess, dass du nur 17 Fackelrätsel hintereinander lösen musstest, sondern man musste auch wirklich mal nachdenken. Klar, das ist jetzt bei Breath of the Wild nochmal was ganz anderes, aber in Teilen ist die Serie schon eingestaubt gewesen, aber ich finde, für mein Gefühl, und das ist auch das,
ich habe da neulich einen Artikel zu gelesen. Es gibt ja mittlerweile auch sehr viele User-Wertungen zu dem Spiel und die sind tatsächlich auch sehr zweischneidig. Es hat zwar von der Fachpresse atemberaubende Noten bekommen, aber von Spielern, es gibt auch sehr viele langjährige Zelda-Fans, die genau die gleichen Schwierigkeiten zu haben scheinen wie ich, denen das nämlich jetzt einfach zu wenig Zelda ist. Und das ist das, was mich auch wirklich stört. Sie haben für mich das Spiel an den falschen Stellen verändert und an den falschen Stellen so gelassen, wie es ist. Was mich zum Beispiel total nervt, immer noch, sind die Textboxen. Ja, das Spiel hat Sprachausgabe, aber nicht umfangreich. Also da gebe ich dir auch recht. Also an den richtigen Stellen hat es manchmal nicht eine Sprachausgabe, wenn ich zum Beispiel in der Story-Szene bin. Also oft dachte ich mir, warum ist da jetzt keine Sprachausgabe? Genau, also, ich bin zum Beispiel eben auf eine Königin getroffen und die spricht dann zwei Sätze und danach ist der restliche Dialog in Textbox. Wobei das eigentlich ein Dialog ist, beziehungsweise Monolog, weil Link ja selber nicht spricht. Aber das ist mir einfach zu wenig. Und manchmal dann plötzlich im Spiel hat man dann wieder Sprachausgabe, wo es dann mitten in Bosskämpfen oder so, was auch immer das gerade ist, dann wieder Sprachausgabe gibt. Und da gebe ich dir auch total recht. Da frage ich mich auch manchmal, warum nicht immer? Ihr habt doch einen Synchronsprecher für den. Also ich kann es verstehen, wenn man jetzt einem NPC im Dorf vielleicht keine Sprachausgabe gibt, da sage ich gerne, okay? Ja, genau. Ist dann so. Aber der hat einen Synchronsprecher, warum nutzt ihr den denn nicht? Also ihr habt in das Spiel so viel Geld gepumpt und so viel Zeit gehabt, da wird wohl auch noch die Zeit und das Geld gewesen sein, dem dann noch den Rest einsprechen zu lassen. Genau. Es kostet ja wohl nicht mehr, einen Synchronsprecher noch zwei Sätze mehr sagen zu lassen und so weiter, ne? Aber einfach so mittendrin, so, Budget wird knapp, hier, das schickt, ne? Jetzt den Rest machen wir wieder Textboxen. Genau, du sprich den ersten Satz, danach kommt eine Textbox. Genau, den Eindruck hatte ich manchmal auch. Und was für mich noch dazugehört, ist auch zum Thema Open World, ich finde, mir liegt auch die Geschichte teilweise zu sehr im Hintergrund. Also beziehungsweise es wird dir, oder mir, ich habe das Gefühl, dass es mir sehr schwer gemacht wird, wirklich die Geschichte weiterzuspielen. Nicht nur, weil du durch irgendwas abgelenkt wirst hier und da, sondern auch, weil das, was ich eben schon bei den Schreinen gesagt habe oder bei den Türmen gesagt habe, du denkst halt manchmal, das große Ziel, was dich ja lange Zeit im Spiel begleitet, sind halt die vier Viecher. Ich nenne jetzt mal nicht den Namen, also diese vier Ziele, die du hast, die sind ja relativ lange da, dass man überhaupt gar nicht weiß, was man eigentlich machen muss. Und dann bewegst du dich auf so einen Punkt zu, rennst gefühlt eine halbe Stunde dahin und merkst dann, scheiße, das Gebiet hier ist ja heiß oder kalt und ich habe nicht das, was ich brauche. Also musst du jetzt erstmal versuchen, rauszufinden, wie du dich eigentlich dagegen schützen kannst. Weil die Tränke in allen Ehren, aber die helfen dir auch nicht wirklich weiter. Im Zweifel geht's halt über Klamotte. Und dann musst du halt erstmal ein Dorf suchen, wo es genau die Klamotte zu kaufen gibt, die du gerade brauchst. Also entweder Hitzeschutz, Kälteschutz, was auch immer. Ja, du kriegst ja auch einige Klamotten nur durch Sidequests zum Beispiel auch am Anfang und so weiter. Das fand ich halt auch ein bisschen ungünstig, weil wenn du irgendwie bei einer Sidequest nicht weitergekommen bist, das war am Anfang bei mir so, bevor ich in das Kältegebiet kam, da musste ich erstmal eine Sidequest erledigen, um die nötige Klamotte zu bekommen und ich habe das partout nicht rausgefunden, was verdammt nochmal ich da machen musste und dann stand ich erstmal da. Das schrieb auch jemand unter meinem Videotagebuch, ich wusste gar nicht immer, dass es die Sidequest gibt. Ich hatte am Ende so viele Chilis, dass ich glaube mittlerweile bestimmt 3 Stunden ohne irgendwas aushalten kann. Ja, ich sammle ja irgendwie alles da ein. Das zwar 3x, 4x, 5x A drücken ist jetzt da nicht so die Hürde. Das habe ich dann aber später auch gemacht und so. Und das Lustige war dann, es wurde ja mir so erklärt, dass man diese Sidequest machen musste, sonst kam man nicht ins Kältegebiet. So. Und dann kam ich ins Kältegebiet, weil ich eben auch die Chilis gesammelt habe. Und dann kam ein besagter NPC vorbei und hat gesagt, Mensch, du bist ja ins Kältegebiet gekommen, wunderbar, hier, ich schenke dir die Winterklamotten. Und ich so, Alter, ist das jetzt dein Ernst? Den habe ich nie getroffen, ehrlich gesagt nie getroffen. Oh, und gerade auch bei dem heißen Gebiet, da habe ich mir jetzt die Hitzesachen geholt für, ich glaube, 800 Rubine, die Jacke. Boah. Und dazu muss ich auch noch mal kurz was sagen, um auf die Rubine zu sprechen zu kommen. Das finde ich auch richtig gut, dass die jetzt die Rubine,
dass du sie nicht mehr wie Sand am Meer findest, sondern sie einen Wert haben. Das stimmt. Ja, sie haben einen Wert, aber man braucht sie auch für meinen Geschmack zu häufig. Also ne, gerade besagtes, du hast dir jetzt eine Hitzejacke gekauft. Ich bin einen eher femininen Weg gegangen, um mich in der Hitze erträglich zu machen. Julian weiß vielleicht, was ich meine, wenn er schon, er wird es gespielt haben. Ja, ja. Aber ich habe echt, ich stand dann, du kannst ja diese Klamotte bei einem NPC, den man halt suchen muss, das ist halt so ein Rätsel, den zu finden. Wenn du ihn gefunden hast, dann sagt er dir, ja, ich geb's dir für 600 Rubine. Mhm. Und du denkst jetzt, verfickte Kacke, gibt's jetzt noch einen anderen Weg? Hat das Spiel noch einen anderen Weg für mich oder muss ich das jetzt machen? Und wenn du dann gerade auf deinen Rubine-Kontostand guckst und siehst, okay, ich habe 31 Rubine, egal was ich mache, es dauert. Und das finde ich dann wieder blöd. Ja, die haben einen Wert, aber ich habe das Gefühl, hin und wieder im Spiel brauchst du sie. Ich weiß nicht, ob es so ist. Es gibt bestimmt auch einen anderen Weg, dieses Problem zu lösen, was ich da hatte. Das andere ist die große Fee. Ich weiß nicht, Sverre, ob du sie schon gefunden hast. Julian hat sie bestimmt gefunden. Ja, ich habe sie auch schon öfters gefunden. Aber dass du das dann heißt, hier, gib mir mal 100 Rubine, sonst mache ich mein Türchen nicht auf, so ungefähr. Denkst du auch, will die mich jetzt verarschen? Und zahle ich jetzt, also habe ich echt gedacht, zahle ich jetzt 100 Rubine, damit da ein Endgegner da rauskommt? Oder so, weil ich war mir echt unsicher, was da passiert. Das finde ich blöd. Also entweder du machst sie halt, du gibst ihnen einen Wert optional, oder wenn sie im Spiel relevant sind, dann muss man es aber auch vernünftig machen, dass du dann nicht, wenn du sie brauchst, um weiterzukommen, erstmal 2 Stunden nach Diamanten suchst oder nach Schatztruhen suchst oder was weiß ich was. Wobei du hast ja auch ganz, du findest ja ganz, 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 ganz viele Wertgegenstände, die du so nicht brauchst. Und ich weiß nicht mehr, wer es war, ob du das damals warst, aber warst du nicht genau der gleiche, der sagt, oder war das Martin? Ich bin mir nicht mehr sicher, aber der immer sagte, die Rubine haben keinen Wert, ich finde das kacke. Martin ist also ich das. Finde, ja, Martin ist das, ne? Ich war das nicht. Ich find auch, Rubine sollten entweder einen Wert haben oder wegbleiben. Wie gesagt, ich finde es halt blöd, dass sie so rar sind, du sie aber zwingend brauchst. Das ist so ähnlich wie bei The Wind Waker am Ende bei dem blöden Kartentypen zu sagen, so, du musst jetzt zahlen, damit ich dir die Karte entschlüssele. Das ist einfach nur ein Spielzeitstrecker, mehr nicht. Ja, vor allem, das ist auch irgendwie die einzige Situation, in der du wirklich mal die Rubine benötigst. Ne? Also ich kann mich jetzt in Wind Waker seltenst daran erinnern, dass man mal Rubine benötigt hat. Genau. Wobei, sie haben sie nun ja aber auch als festes Spielelement eingebaut und du findest damit ja auch Sachen, die du so für ein Spiel, die den immer noch den Spielerlauf ermöglichen. Ist ja nicht so, als wären Rubine nur noch dafür da für einen Spielfortschritt. Und ich habe jetzt bisher, glaube ich, wirklich für einen Spielfortschritt, glaube ich, sie erst 0 Mal gebraucht, um wirklich im Spiel weiterzukommen. Da habe ich, um mir die Tränke zu holen. Dafür habe ich sie tatsächlich gebraucht. Ansonsten immer optional. Also zum Beispiel die Fee und auch andere Sachen. Das war alles optional in der Natur. Also deswegen ist das in meinen Augen bisher noch kein Zeitstrecker gewesen. Ja gut, ich weiß es nicht. Julian, vielleicht hast du den Weg, den femininen Weg, den ich gerade beschrieben habe, hast du da auch bezahlt oder hast du einen anderen Weg gefunden? Ich habe auch bezahlt, ich habe auch keinen anderen gefunden. Weil das war tatsächlich, also das ist so, ne, es kann ist mit Sicherheit, oder vielleicht gibt es einen anderen Weg, aber ich bin über den nicht gestolpert. Ich auch nicht. Und ich hatte dann auch, also ne, war dann halt die Alternative, entweder du läufst jetzt rum und suchst Geld, oder du läufst jetzt rum und suchst einen alternativen Weg. und ich habe mich dann dafür entschieden, Geld zu suchen. Was mir dann geholfen hat, war, dass ich nach ein paar Minuten durch Zufall so einen echten Diamanten gefunden habe, der 500 Rubine bringt. Dann ging es doch recht schnell, da habe ich gesagt, komm, ist jetzt auch egal. Machst du jetzt halt. Vor allem das Ding ist, ich habe auch teilweise Rubine für Klamotten ausgegeben, die mir im Endeffekt gar nichts gebracht haben. Ne? Da habe ich nur gedacht, ja scheiße, jetzt habe ich die Kohle ausgegeben und jetzt bringen mir die Sachen überhaupt nichts. Ja, das stimmt. Aber gut, wo ich gerade bei dieser Passage bin, Sverre, ich nehme an, du warst da noch nicht. Ne? Wenn du jetzt damit noch nichts anfangen kannst, mit meiner Umschreibung, so zum Thema Feminin und vielleicht gibt es ja auch einen weiblichen Link im Spiel. Okay, bisher ehrlich gesagt noch nicht. Also ich weiß eben nur, dass ich mir diese Kleidung, falls jetzt davon ausgehst, ich habe sie mir gekauft, ich bin eben auch in diesem Goron-Gebiet jetzt gerade. Ich weiß jetzt nicht, bist du daran schon vorbei? Nein, es geht nicht um den Berg, es geht um die Wüste. Da hilft dir luftige Kleidung, um die Hitze zu ertragen. Am Berg hilft dir die nicht mehr, glaube ich.
Da brauchst du das, was du beschrieben hast. Naja, jedenfalls, da gibt es dann eine Passage, die habe ich bei Zelda schon immer gehasst, wenn es sowas gibt. Und die gab es, glaube ich, seit Ocarina of Time in jedem Zelda-Spiel. Und hier ist sie so schlimm wie nie zuvor. Die Schleichpassage. Oh ja. Wie genau äußert sich sie, diese Schleichpassage? Ja, du musst halt, bei Ocarina of Time musst du ja ins Schloss am Anfang, ne, um die Wachen herum, dich von den Wachen nicht entdecken lassen. Und wenn sie dich entdecken, fängst du wieder von vorne an. Aber da muss ich kurz einhaken. Das liegt daran, dass du keine Stealth-Spiele magst, oder? Ich hasse Stealth. Du sagst ja auch, Metal Gear Solid ist kacke. Ich finde, und das ist ja unser großer Konflikt. Ich finde, verfickt nochmal, das hat in einem Zelda nichts zu suchen. Wenn, dann muss mir das Spiel die Möglichkeit geben, es auch zu lassen und einen anderen Weg zu geben. Und das Problem in diesem Gebiet ist so, dass die Gegner, ja, du wirst nicht direkt rausgeschmissen, wenn du entdeckt wirst, aber es kommen dann irgendwie 6 Gegner, von denen 2 oberstark sind. Ich habe mittlerweile 9 Herzen, glaube ich. Und bei meinem ersten Versuch hat mich halt einer von den Großen einmal getroffen, tot. Und dann fängst du wieder von vorne an. Und sowas. Ich hasse Schleichen, ich mag es einfach nicht. Vor allem ist auch die Kamera nicht optimal in dieser Situation, weil man halt häufig, du kannst halt so schlecht, finde ich, bei der Kamera, du kannst so schlecht wegzoomen. Du kannst ja eigentlich nur nach oben und unten gucken und nach links und rechts, aber du kannst nicht wirklich weiter weggehen von Link. Und bisher bin ich immer entdeckt worden, weil ich irgendwen übersehen habe, weil ich die Kamera einfach nicht anders drehen konnte. Und dann jedes Mal versuche ich, mich im Kampf durchzusetzen und jedes Mal machen die mich platt. Und jedes Mal muss ich wieder von vorne anfangen. Ich habe es jetzt 4-mal gemacht und es kotzt mich an. Ja, aber ich muss es machen, um weiterzukommen. Ja, die Passage fand ich auch super nervig. Ja, da bin ich auch so oft gestorben, das glaubst du überhaupt nicht. Aber ja, da habe ich auch gedacht, ey, ich hasse sowas ohne Ende. Aber Sverre wird da wahrscheinlich einmal durch und so, weil er ist schon trainiert durch Metal Gear und so. Genau, wahrscheinlich. Ich finde auch das Sterben an sich nicht schlecht. Mir hat das auch bei dem ersten Boss, den ich bekämpft habe, hat es mich zwar schon genervt, dass ich so oft gestorben bin. Das war aber nicht schlimm. Jetzt in dieser Szene nervt es mich, weil ich halt einfach jedes Mal wieder von vorne anfangen muss. Hast du eigentlich, das, habt ihr eigentlich schon mal so einen ganz starken Boss besiegt, der euch immer mit Lasern anvisiert und in 99% aller Fälle trifft? Du meinst die Wächter? Ja. Oder meinst du jetzt die Bosse, wie zum Beispiel diesen Steintyrann? Um Gottes Willen, nein, ich meine die Wächter, ja, tatsächlich. Ich habe gegen den Wächter versucht zu kämpfen, nachdem ich die Bombenfähigkeit hatte. Der ist ja direkt hinter dem Schrein, wo du dir hältst. Hab auf dem eine Bombe geworfen und dachte mir so, okay, ich bin dann mal weg. Genau. Du triffst ihn und denkst, hat der Schaden genommen? Ja, genau. Ich gehe dann. Das hatte ich auch so in meinem Tagebuch beschrieben. Ich dachte mir so, geil, jetzt spreche ich den Typen da weg. Und ich so, oh kacke, der ist doch nicht so schwach. Aber ich glaube, wenn man das Master Sword im Spiel hält, sind die, glaube ich, schlagbar. Die sind auch auf anderem Weg schlagbar. Ich habe tatsächlich einen besiegt. Nicht sagen, bitte, ich möchte das selber weil noch es, erleben. Es gibt noch eine, die Szene, die hat jeder schon gesehen, der den Trailer gesehen hat, der vor ungefähr einem Jahr gekommen ist. Da gab es ja die Szene, wo Link vor einem Wächter wegrennt und ihn dann am Ende angreift. Also meinst du den allerersten Trailer von 2014, den E3-Trailer? Wo er mit Opona wegreitet, dann an dieser Brücke ist, in diesen Zeitloop-Modus geht. Genau. In diese Pfeil ins Gesicht schießt, diesen Elektro-Pfeil oder was das war. Das war aber nicht 2014, das war 2015, glaube ich. 2014 hat man das Spiel, da hat man noch nicht so viel vom Spiel gesehen, glaube ich. Aber ist ja auch egal. Also 2015 wurde gar nichts gesagt. Genau den meine ich. Und genau so kriegt man die auch. Es gibt alle, die nicht. Aber es ist kein Spoiler. Es gibt halt einen bestimmten Pfeil, mit dem das gut geht. Ja, das stimmt. Da kann man. Okay. Ich habe auch mit dieser Art von Pfeil, falls wir jetzt vom selben reden, kann man den auch tatsächlich one-hitten hier, diesen Wächter. Das geht dann ganz gut. Aber mit normalen Waffen ist es nicht machbar. Ja. Kann man eigentlich, das habe ich noch nicht versucht, kann man die Wächter irgendwie platt machen, die sich nicht bewegen können? Nee, die kann man nur flattern. Okay. Ich schätze mal auch mit den normalen, mit diesem Pfeil, den ihr beschreibt, also sind ja auch das normale Wächter irgendwo. Ich habe es probiert, aber ich meine, wenn die da nur rumliegen, warum willst du sie dann zerstören? Ne? Weil es gibt einen Turm, um den herum drei Wächter fest
im Boden festhängen und es keine Möglichkeit gibt, da hochzukommen. Ach so. Ohne die platt zu machen, weil die halt von jeder Seite können die dich anvisieren. Und wenn du kletterst, bist du jetzt nicht der Schnellste. Und schon auf dem Boden, wie du eben sagtest, wirst du in 99% der Fälle getroffen. Wenn du kletterst, wirst du in 200% der Fälle getroffen. Ach so, du redest jetzt nicht von diesen Versteinerten, sondern die sind schon tatsächlich dich am Anvisieren, aber die bewegen sich nicht. Genau. Ach, die meinst du? Genau, die. Ach so. Ja, doch, das müsste aber eigentlich gehen. Ja, die müsste man eigentlich auch angreifen können. Habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber das müsste gehen. Ich habe den Turm, glaube ich, noch nicht gefunden. Wo du übrigens gerade das Klettern erwähnst, das geht mir übrigens so richtig manchmal auf den Sack, dass ich so eine ewig lange Strecke hochklettern muss und verdammt nochmal kein Update bekomme, womit ich schneller klettern kann. Ich kriege zwar immer mehr Ausdauer im Laufe der Zeit, aber ich kann dann auch nicht unendlich springen, sondern muss da ewig so ganz langsam klettern. Ich denke mir, so bin ich in Twilight Princess zurückgelandet oder was? Mach doch Tränke, du hast sie doch eben so gelobt. Es gibt doch Tränke dafür. Ja. Lustig, haha. Ja. Nee, aber warum gibt man dafür mir nicht ein Update? Ey, ich darf doch wohl das Spiel auch mal kritisieren. Also ich sage ja auch nicht, das Spiel ist mit allem perfekt, was es macht. Tja. Also das Klettern geht mir richtig um den Sack. Vor allen Dingen ist es ultra schwer, finde ich, abzuschätzen, ob du jetzt einen Druck auf die X-Taste dir leisten kannst oder nicht. Ja, genau. Und du denkst dann so gerade bei so einem Turm, ja, okay, das Stück ist jetzt nicht mehr allzu lang, ich drücke, ach verdammt, das war jetzt einmal zu viel. Und dann fällst du den ganzen Turm runter. Genau. Und das gab es echt mal einen Moment, da habe ich gesagt, nö, ich spiele jetzt erstmal was anderes, ich habe noch zwei andere Spiele auf der Switch. Vor allem, wenn du ins Wasser reinfällst, ohne Ausdauer, säufst du ja gleich ab, ne? Das ist mir auch ein paar Mal passiert. Das ist ja nicht mal schlimm. Da denke ich mir, okay, ich kann weiterspielen, bei den anderen sterbe ich und dann habe ich am Ende nicht mal, obwohl doch bei den Türmen kommt ja mal ein Speicherpunkt, aber dann falle ich da runter und bin tot, dann nochmal eine Ladezeit, wo man sagen muss, die sind mehr als human bei so einer riesigen Spielwelt. Und trotzdem, da denke ich mir mal, ey, was soll das? Warum gibt man mir nicht irgendwann Stiefel oder so? Muss ja auch nicht logisch sein, womit dann gesagt wird, hey, jetzt kannst du doppelt so schnell klettern. Die Speedhandschuhe oder so. Ja, aber vielleicht. Ja, keine Ahnung, warum vielleicht gibt's die doch. Das wissen wir doch gar nicht. Ja gut, das hat Julian jetzt ja irgendwie angedeutet. Ja, aber wieso? Ich glaube nicht, dass Julian, auch wenn er schon weit ist, nahe der 100% bei diesem Spiel ist. Eben. Nee, aber wenn dir das Spiel die nicht durch eine Quest gibt, durch eine Hauptquest, und dir auch nicht irgendeinen Anhaltspunkt gibt, dass du sie bekommen kannst, dann ist das scheiße. Denn auch in Wind Waker HD war es so, du hast dieses Speed-Segel nur über Umwege bekommen. Du hattest nie einen Anhaltspunkt bekommen, wie bekomme ich das Speed-Segel, und musstest dich fast schon im Internet erkundigen. Es gibt Speed-Segel? Genau. Aber nur in Wind Waker HD. Da konntest du das durch irgendeine Auktion bekommen, wovor du, glaube ich, vorher noch eine Nebenquest aktivieren musst, damit dieses Event überhaupt getriggert wird. Ja, wobei das ist genau das, was ich auch an Open World, was mich an Open World persönlich stört, dass du halt, das fühlt sich fast schon wie das wahre Leben an, dieses Spiel. Und ich spiele ein Videospiel nicht, um das wahre Leben nachempfunden zu haben, sondern für mich kann ein Spiel auch mal ein bisschen mehr unter die Arme greifen. Es soll mir nicht so wie bei Zelda sonst immer mit den Begleitern, die dabei sind, die dir quasi schon sagen, ey, du Dumpfbacke, da vorne musst du dreimal draufhauen, sondern aber halt so ein bisschen an die Hand zu nehmen. Und das ist mir jetzt zu wenig. Das war mir vorher mal viel zu viel und jetzt ist es viel zu wenig. Ja, das stimmt. Das ist bei mir persönlich gar nicht der Fall. Das liegt aber, glaube ich, daran, dass ich schon einige Open-World-Titel gespielt habe. Also ich würde gerne mal sehen, wie ihr mit einem Skyrim zurechtkommt. Ich glaube gerade du, Mario, würdest da abdrehen. Also ich glaube, du würdest dann total Abdreher bekommen. Aber das ist ja auch okay. Also ne, das ist halt eben diese Erfahrung, die da auch irgendwo fehlt, sag ich mal, dass man sich da zurechtfindet. Also ich habe mich da sofort zurechtgefühlt und wie gesagt auch gesagt durch diese ganzen Spots, die man hat. Also du findest das Spiel leer und ich finde das total super. Ich glaube, ich würde es auch ohne Open-World-Spiel so allein von der Fülle super finden. Da ist eben, wie gesagt, in meinen Augen mit einem Baukasten richtig gebaut wurde. Da wurde sich für jedes Element Mühe gegeben. Das habe ich ja schon alles erzählt. Aber ne, deswegen, das Problem habe ich persönlich gar nicht. Ich möchte jetzt noch vier Sachen kurz loswerden. Und dann auch mal so was langsam, Positives, sonst hast du echt negative Kommentare. Nein, also ich habe ja schon gesagt, ich habe es ja jetzt auch schon über 20 Stunden gespielt. Es ist nicht so, dass es mir keinen Spaß macht, aber es gibt halt viele Sachen, die mich an dem Konzept Open World stören und die für mich das Spiel weniger interessant machen. Oder viele Sachen, die ich halt lieber anders hätte als Zelda-Fan. Zum Beispiel das, kurz? Das ist alles, was du beschrieben hast. Das, was ich eben die ganze Zeit gesagt habe. Ne? Okay, ja. Zum Beispiel auch
das, was du eben angesprochen hast, was Sterni geschrieben hat, dass sie keinen Bock hat auf Kochen. Ich finde das Kochen auch nicht schlimm, aber mittlerweile nervt es mich, dass ich jedes Mal, also wenn du halt, du stehst dann mal gerade an einem Feuer, wo du kochen kannst, und dann kochst du alles weg, was du so hast, ne, damit man wieder ein bisschen Vorrat hat, und dann stehst du da halt manchmal 10 Minuten, legst dir Zutaten in die Hände und kochst, dann drückst du wieder X, um diese Kochanimation zu überspringen, und dann fängst du wieder an. Das ist einfach total repetitiv. Also das gibt mir halt irgendwann nichts mehr. Ich finde, die Idee ist schon cool, zu sagen, keine Herzen mehr, sondern du musst dich halt mit dem, was du in der Welt findest, musst du zurechtfinden, aber oder zurechtkommen, aber das ist mir, das macht nach, wenn du 3-mal Zutaten zusammengeschmissen hast, ja, es ist schön zu sehen, was da alles rauskommen kann an Rezepten, aber das ist letzten Endes total egal, ob du nun Reisbällchen oder Kochgemüse isst. Solange es und so eine riesige Fülle an verschiedenen Variationen gibt es eh nicht. Also ja. Irgendwann hast du so Pilzgemüse, Pilzfleisch, aber das ist dann auch irgendwann alles, ja, genau. Ich sage mal, verbraucht. Mein Lieblingsessen ist ja jetzt immer noch Obst mit Pilzen, wo ich mir auch gedacht habe, aber okay. Genau, so ein paar Sachen, die sind schon komisch. Also das ist das eine, was ich noch loswerden wollte. Dann finde ich es, auch wenn ich es gut nachvollziehen kann, andersrum. Die Schreine machen mir teilweise sehr viel Spaß, weil es halt ja diese Mini-Aufgaben sind. Ne? Du bist in der Regel nach 5 Minuten durch, oder wenn du es mal nicht schnallst, so wie ich eben, in einem Elektrotempel, in einem Elektroschrein, wo ich nicht geschnallt habe, dass ich einen Gegenstand, den ich noch gesucht habe, schon längst hatte, weil es einfach nicht geschnallt habe, finde ich cool. Ich finde es ein bisschen schade, dass man am Ende immer nur dieses Siegel oder was auch immer das ist, bekommt. Zeichen der Bewährung. Der Bewährung, und dass du dir dafür halt Herzteile und Ausdauer kaufen kannst. Wobei du findest in den Schreinen ja auch immer mal wieder stärkere Waffen. Jeder Schrein hat ja immer auch optional eine Truhe, die du finden kannst, wenn du willst, oder halt auch nicht. Mal auch mehr, wenn es ein Kampf ist, genau. Also gerade wenn da so ein Wächter ist, den du mal besiegen musst, so ein Mini-Wächter. Genau. Aber nochmal kurz zu den Schreinen, das ist halt auch die Geschichte, wo ich sage, wo ist jetzt der Ansporn für mich, die Schreine noch zu bewältigen, wenn ich die Story schon durchgespielt habe, weil eben, man kann sich nur Herzen und Ausdauer davon kaufen, aber wozu brauche ich die jetzt, wenn ich die Story beendet habe, wenn ich den Final Boss besiegt habe und so weiter, ne? Ja, wobei, da ist es ja dann das Thema, dann gefällt dir die Welt ja auch allgemein. Und das ist, wie gesagt, ja was Subjektives. Aber ich zum Beispiel verliere mich gerne in so einer Welt. Und bei Breath of the Wild hatte ich das auch eben, oh verdammt, sind schon wieder mal 3 Stunden um. Ich dachte, das wäre 1 Stunde. Und das ist dieses, wenn das ein Spiel schafft, dass es dir zeigt, verdammt, es sind 3 Stunden statt 1 Stunde, du verlierst völlig die Zeit, dann ist das gut, weil du hast Spaß und du verlierst dich in dieser Welt. Ja. Und das hast du dann ja irgendwo scheinbar nicht, nee. Weil ich bin gerne mal einen Umweg gelaufen oder bin gerne nochmal die 2 Ecken weitergerannt. Ja, eben, ich bin tatsächlich so einer, der sagt, wenn ich das Spiel komplettiert habe, in meinen Augen komplettiert habe, ne, wenn ich den Final Boss besiegt habe, dann ist fertig, dann ist Schicht im Schacht, ne, und so weiter, dann habe ich mein klares Ende, weil ich bin wirklich so einer, der ein Spiel, der Spiele mag, die so linear verlaufen, irgendwann ihr Ende finden und dann fertig. Ne? Und ich bin schon überrascht, dass ich immer noch Zelda spiele und tatsächlich auch die ganzen Schreine suchen will. Oder ich mache das jetzt noch aus einer anderen Intention, die ich jetzt aber hier nicht spoilern will, weil es dann noch was ganz Besonderes gibt, das ich sehen möchte. Aber ja, wie gesagt, normalerweise bin ich einer, der nach dem Final Boss Fight sagt, so, jetzt sind wir fertig. Wobei genau, ich rede jetzt viel mehr davon, während des Spielens, also während des Spiels zum Boss und so, dass du es währenddessen erkundest und nicht danach, weil danach, dann ist für mich auch der Ansporn weg. Also danach sage ich mir auch nicht, ach komm, ich renne noch 10-mal durch die Welt, sondern ich möchte das alles während des Spielens erkunden. Und da ist eben auch die Aufgabe für mich für so ein Spiel, das wird sich eben auch noch zeigen, kann es mich auch Langzeit, also habe ich auch noch Bock nach vielleicht auch, was weiß ich, 60, 70 Stunden noch durch diese Welt zu rennen. Das muss das Spiel eben bei mir noch schaffen. Bisher bin ich da aber recht optimistisch. Also bisher verliere ich mich gerne in dieser Welt. Das ist auch etwas, was mir persönlich gut gefällt. Ich kann mich auch gut drin verlieren. Also das ist vielleicht, klingt so ein bisschen schizophren, ne, dass ich viele Sachen jetzt gerade kritisiert habe. Aber wenn ich spiele, dann vergesse ich auch die Zeit. Und ich habe sehr oft in der letzten Woche, war ich abends viel, viel länger wach, als ich eigentlich wollte und als gut für mich ist, weil ich halt einfach noch weiterspielen wollte. Aber am Ende hat es mich dann fast jeden Abend doch geärgert,
so für mich selber, ne, dass ich zu wenig Schlaf hatte und eigentlich im Spiel, obwohl ich dann 3 Stunden gespielt habe, eigentlich nichts geschafft habe. Also das ist mir das ist halt das, was ich eben sagte. Es ist so groß, dass alles, was du tust, eigentlich wie so ein Tropfen auf einen heißen Stein ist und dir gar nichts bringt. Und deshalb versuche ich mich jetzt gerade darauf zu konzentrieren, mal in der Geschichte ein bisschen weiterzukommen. Ich bin, glaube ich, noch nicht sonderlich weit. Ich weiß auch, ja, ich könnte direkt zur Verheerung Ganon rennen und ihn versuchen, platt zu machen. Ich weiß aber auch, dass ich katastrophal scheitern würde, wenn ich das jetzt tun würde. Deshalb lasse ich es. Ja. Ich will es schon richtig spielen, aber ich habe bisher erst einen wirklichen Tempel gespielt und wenn meine Vermutung richtig ist, dann gibt es auch nicht so wahnsinnig viele und das finde ich auch schade. Aber nichtsdestotrotz, ich möchte zum Schluss nochmal sagen und dann... Ich wollte auch noch ganz kurz dazu was sagen. Also, okay, dann sag und dann mache ich ein Schlusswort. Ja. Ich sag auch mal, ich hätte im Spiel wahrscheinlich auch schon viel weiter sein können. Nur wie gesagt, ich verliere mich gerne in dieser Welt und reise da gerne rum. Also ich glaube mal, hätte ich die Zeit, die ich in der Welt einfach damit verbracht habe, Sachen zu erfüllen, Sidequests und eben die Schreine, hätte ich dann genauso gut auch eben in die Story investieren können, was ja. Ich aber auch nicht immer wollte, weil mir eben die Welt so gut gefällt. Und das ist halt eben aber auch was Subjektives. Ja, und ich würde gerne mehr Zeit in die Story investieren. Es fällt mir aber schwer, weil es teilweise dir gar nicht so leicht gemacht wird, überhaupt zu wissen, was du tun musst. Ich möchte jetzt nur noch ganz bevor sich das verliert, möchte ich ganz kurz noch was zum Unterschied sagen, ne, von der Framerate und so weiter und so fort und der Grafik. Genau, und so weiter, ne? Stimmt. Ja, möchte ich ganz kurz nur anmerken, also grafisch kann ich jetzt nichts sagen, weil ich halt den Unterschied nicht kenne, aber auf jeden Fall von der FPS her kann ich sagen, in den Städten auf der Wii U, da ruckelt das schon arg, also das ist unglaublich, ne, da wo auch viel los ist und so weiter, wo viele Leute sich tummeln oder auch in den, wenn so Gegnerhorden auf einen zukommen, das ruckelt dann schon arg, das ist dann auch schon etwas hinderlich, auch bei Bosskämpfen teilweise habe ich es gemerkt, da ruckelt es ziemlich und da ist, wenn so eine Verzögerung kommt, gerade wenn man einen taktischen Schlag gegen den Boss vorhat, ne, das ist dann halt schon so ein bisschen scheiße, ne, wo man sich dann denkt, Alter, das gibt's doch jetzt nicht, ich hätte den fertig gemacht, aber ja, dann kommt die scheiß Verzögerung. Bei der Switch finde ich das ganz lustig, dass es da zwar sehr selten Frame-Einbrüche gibt, aber wenn es sie gibt, dann nur im TV-Modus. Also, das habe ich auch schon öfters gehört. Im Handheld-Modus läuft das Spiel konstant. Ich weiß nicht, ich glaube, es sind ja 30 FPS, 60 werden es, glaube ich, kaum sein. Da läuft es konstant und auf dem Fernseher sind, wie gesagt, wenn auch selten, Frame-Einbrüche da. Da frage ich mich auch, warum? Tja, ich glaube mal, dass sie im Handheld-Modus einfach auch die Details deutlich runterschrauben, weil du siehst es zwar nicht, aber man muss ja auch sagen, der Bildschirm, der Switch, der Handheld-Bildschirm ist nicht besonders groß. Versus einem, bei mir, 56-Zoll-Fernseher. Das sieht man schon, dass das auf dem Handheld wesentlich, also dass das schon so einiges fehlt, finde ich. Ja, das ist natürlich wahr, aber es ist immer noch halt gestochen scharf, sollte man auch nochmal dazu sagen. Ja, klar, also es ist super. Im Gegensatz zur Wii U, ne, wo ich, wenn ich immer auf der Wii U gespielt habe, wie auf dem Tablet, dachte ich, oh, ach du Scheiße, ne, ich habe halt auch einen 50-Zoll-Fernseher, ne, und da sieht das halt schon eine ganze Ecke besser aus auf der Wii U, ne, als wenn ich da auf das Wii U-Tablet schaue. Ja, das denke ich mir. Man muss dazu sagen, im Konsolenmodus läuft es, wie gesagt, selten mit Frame-Einbrüchen, aber wenn, dann fällt es halt auch auf. Ja, das stimmt. Weil ich habe sehr selten im Konsolenmodus gespielt. Ich bin ja viel unterwegs und das ist auch was ich an der Switch tatsächlich liebe, dass ich sie einfach mitnehmen kann. Ich spiele fast immer zu Hause, weil ich habe ja schon öfters gesagt, ich bin eher so der Heimkonsolentyp. Ja. Ja, dann würde ich Zelda wahrscheinlich noch 2024 spielen, wenn ich es nur zu Hause. Also gut, beziehungsweise ich sitze halt hier auch oft abends im Bett, weil ich dann weiß, okay, irgendwann kommt der Müdigkeitspunkt und dann mache ich das Licht aus und schlaf ein. Wenn ich dann noch aufstehen müsste, umziehen, Zähne putzen, dann wäre ich wieder wach und dann könnte ich es auch lassen. Deshalb nehme ich dann halt auch die Konsole oft mit ins Bett, was ich mir bei der Wii U schon erwünscht hatte, was aber nicht wirklich funktioniert hat, weil die Reichweite einfach zu kurz war von dem Gamepad. Das Problem hat man jetzt ja nun nicht mehr. Wobei es ja so ist bei der Switch, also jedenfalls bei mir, dass ich dafür dann unterwegs immer eben One-Two-Switch mit Freunden spiele und eben Fast AMX und dann zu Hause Zelda. So mache ich das meistens. Habe ich One-Two-Switch gesagt? Hast du gesagt, ich meine, ja. Ich meine Snipperclips, ja. One-Two-Switch spielst du nicht unterwegs. Wenn du das machst, dann film es bitte. Das möchte ich sehen.
so in der Fußgängerzone. Wenn ich das irgendwann mal für einen Zehner sehe, dann mache ich das. Dann kommt eine das wieder Sache online. Möchte ich jetzt noch loswerden, dann komme ich zu meinen positiven Endworten. Warum zur Hölle kann man nur 5 Markierungen setzen? Das verstehe ich auch nicht. Ich bin am Anfang durchgedreht, weil ich sie nicht entfernen konnte, weil ich zu blöd dazu war. Das war meine eigene Dummheit, aber das hat mich so aufgeregt. Das verstehe ich nicht, tatsächlich. Es gibt schon so viel zu entdecken und du willst dir was markieren, damit du es später wieder findest und dann sagt das Spiel, nee. So, und jetzt zu meinen Schlussworten, weil eigentlich wollte ich zumindest eine kurze Runde machen, weil es ist schon wieder viel zu spät für mich. Hier mitten in der Nacht schon, 7:45 schon, nein, war jetzt ein bisschen übertrieben. Zum Schluss möchte ich sagen, ich habe es ja schon hier und da angedeutet, mir macht Zelda tatsächlich Spaß, ich kann mich in dem Spiel auch verlieren. Ich finde nur, dass es zu viel von dem, was für mich ein Zelda ausmacht, wegnimmt und dafür zu wenig Neues gibt. Für mich könnte es, haben wir eben auch schon gesagt, es könnte auch The Legend of, fällt jetzt kein guter Name Skyrim ein, The Legend of Sverre sein. Also es ist egal. Also das ist was ich dazu sagen will. Es macht Spaß. Es ist unglaublich, wie groß es ist. Es ist unglaublich, wie gut alles zusammen funktioniert, was man in der Welt alles machen kann mit Anzünden und Aufwinden und auf dem Schild rutschen und mit dem Gleiter umherfliegen. Unglaublich viele Möglichkeiten hat man, was wirklich faszinierend ist. Und das wollte ich zum Schluss nochmal sagen, damit hier nicht der Eindruck entsteht, ich finde alles an diesem Spiel schlecht, denn das ist es definitiv nicht. Aber ich habe halt meine Kritikpunkte, die für mich ja eben genau das auslösen, was ich zum Anfang gesagt habe. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Und nochmal was Kleines. Wie rutscht man auf dem Schild? Ich habe das noch nie gemacht. Du musst das Schild in der Hand halten, also Y gedrückt haben, ne, dass du Schild und Schwert in der Hand hältst. Funktioniert nicht, wenn du eine zweihändrige Waffe hast. Ganz wichtig. Logisch. Dann läufst du auf einen Abhang los, springst mit der X-Taste und drückst dann A. Dann schiebt er sich das Schild unter die Füße. Wobei du das auch regelmäßig in den Tipps lesen kannst, wenn du Tipps lesen würdest. Habe ich schon ungefähr 20 Mal diesen Tipp gelesen. Dann werde ich wohl weiter mit dem Paraglider lieber fliegen. Den Ladebildschirm geht's wäre dann immer aufs Klo. Der geht eh schneller. Ich finde auch den Gleiter sinnvoller, weil die Schilde, wenn du auf ihn rutschst, relativ schnell kaputt gehen. Und was der Gleiter ist verdammt schnell. Der Gleiter ist cool. So, der bringt richtig Bock. Schönes Schlusswort, der Gleiter ist cool. Vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören. Wir werden in Kürze auch unser Endfazit zu diesem Spiel abgeben. Ich hoffe, diese Diskussion hat euch schon mal ein paar Anregungen gegeben. Wir freuen uns sehr über eure Meinungen dazu. Schreibt in die Kommentare, wie ihr es seht. Was hat das Spiel für euch für Stärken? Was hat es für Schwächen? Teilt ihr eher Sverres Meinung oder eher meine Meinung? Was haltet ihr von Open World? Ist die Welt zu voll oder zu leer? Meine Meinung zählt schon gar nicht mehr hier. Genau, ja gut, du warst ja eher so die Mitte, würde ich sagen. Okay. Ne? Also ja, ihr könnt natürlich auch eher Julians Meinung sein, gerne. Das wollte ich jetzt damit nicht sagen. Also ja, vielen Dank fürs Zuhören, Sverre, Julian, vielen Dank fürs Mitmachen. Ja.